Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla hier bei Heisenberg Zockt. So, ich habe umgestellt und zwar von der Tastatur aufs Gamepad. Das war ein Ratschlag von euch. Danke dafür, ich habe es mir eh schon überlegt gehabt. Ja, irgendwie ist es mit Maus und Tastatur ein bisschen wuchsig. Jetzt muss ich mich aber natürlich hier erstmal einfinden, sozusagen, was er mit was macht. Das ist so, das ist so. Kann ich hier nicht angreifen? Das könnte natürlich sein. Ah, doch, mit der Schultertaste. Okay, da haben wir den Bogen. Jawohl, gut. Kann ich das wieder wegstecken? Weil wir müssen nämlich zu Randvi rein. Das wäre, glaube ich, hier, wenn ich mich nicht täusche. Oder auch nicht. Okay, dann eben nicht. Da hinten haben wir einen Pfeil. Ich habe auch an der Grafik nochmal ein bisschen was gemacht. Das Ganze sieht doch, wenn man hier so mal ein bisschen guckt, ein bisschen schärfer aus. Das Einzige, was ich eigentlich gemacht habe, was habe ich denn gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, irgendwie nochmal in den Einstellungen irgendwie irgendwas gemacht. Eben, ja, ihr merkt, wenn ich jetzt noch wüsste, was es war, weil das war vor 2 Tagen. Aber es sieht so aus, als hätte es gewirkt, weil das Ganze wirkt tatsächlich schärfer. So, wir gehen mal hier hin. Wie spreche ich mit dir? Wird das angezeigt? Jawohl, mit Y. Ach, wen haben wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Auf ein Wortgefecht, nicht jetzt? Doch, ich würde sagen, das kann man lass mal machen. Lass uns Spottstreiten. Genau, wir Spottstreiten. Ich setze immer gerne ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Unterweist du mich, geht's meinem Herausforderer schlecht. Deine Lehren bereiten den Weg für den Sieg. Du weißt, du lehrst, gedrückt, wir werden schlagen ins Gehirn. Was du lehrst, trifft so hart wie ein Schlag ins Gemächt. Eine schöne Antwort. Der Reim war gut und das Versmaß hat genau gepasst. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Dann sag ich, heiße Luft verbeult dir deine Stirn, spuck dir ins Gesicht und zerbrech deine Stirn, mach ich bald einen Teller mir aus deiner Stirn. Mach ich bald einen Teller mir aus deiner Stirn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es reimt sich, es klingt gut, aber bedenke, dass ich dich töricht genannt habe und du antwortest, dass du mich töten willst. Ja, ich bin manchmal Wikinger. Manchmal ist es das Beste, bei der Sache zu bleiben. Das solltest du nicht vergessen. Okay. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwart ich, wie's dir dann ergeht. Von mir kommen dann Sprüche, die kaum jemand versteht. Meine Gegner vom Reim und Witzturm. Witzsturm verweht, du bereust schon in Kürze, was du mich gelehrt. Ich mache das erste. Von mir kommen dann Sprüche, die kaum jemand versteht. Der Reim ist gut, aber der Aufbau nicht. Schade. Knapp daneben. Es gibt noch vieles, das du über den Spottstreit lernen musst. Aber das wird schon. Ich helfe dir gern. Du kannst jederzeit wiederkommen. Vielleicht werde ich das. Danke, Alvis. Okay, scheint ja ein richtiger Sport zu sein. Charisma. Wenn du Spottstreit-Duelle gewinnst, erhältst du Charisma und schaltest besondere Dialogoptionen frei und dann war es auch schon wieder weg. So, der Clan freut sich, Ivor wiederzusehen. Ich würde sagen, wir erkunden mal noch ein bisschen, während ich mich hier ein bisschen versuche, an die Tastatur, an das Gamepad zu gewöhnen. Hallöchen, können wir hier was machen? Nein? Schade. Jetzt rennt er halt dauernd. Kann ich den auch irgendwie bremsen, dass er nicht dauernd galoppiert? Mal gucken. Da oben ist noch was. Schon cool, so ein Dorf. Ja, nicht raufklettern. Einfach die Treppe benutzen, wenn wir sie schon haben. Y war oben. Swain, hast du ein paar neue Tätowierungen? Ein paar hätte ich schon. Lass mich mal sehen. Wie du willst. Aha, Tätowierwerkstatt. Frisieren und Tätowieren. Passe das Aussehen von Eivor in der Tätowierwerkstatt von Swain und Tova an. Bring ihnen kosmetische Entwürfe, um neue Stilrichtungen freizuschalten. Okay.
Rabenwache. Aha. Rabenschattenkopf. Sieht man das dann gleich? Ich hoffe es mal. Seht ihr, hier haben wir nichts. Kann ich da drehen? Ausrüstung ein, ausblenden. Ich würde den gerne drehen, den guten Mann. Rabengarde. Kopf übernehmen. Seht ihr, keinen Unterschied. Rabendingens. Naja, gehen wir mal kurz eins zurück. Das wäre B gewesen. Na, jetzt ist was passiert. Okay, ich habe den falschen Knopf verwischt. Ja. Ja, also irgendwie gefiel mir das hier fast am besten hier. Das hat so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Das sieht nach Vikings aus und das gefällt mir da natürlich. Gut, zurück wäre B. Erstmal hier das Dingens kennenlernen. Klassischer Bart. Aha. Okay, da sehe ich auch tatsächlich jetzt einen Unterschied und zwar auf Anhieb. Schicker Bart. Ursprünglich. Gar keiner. Nee, das sieht dann nicht nach Wikinger aus. Definitiv nicht. Also irgendwas Wuseliges muss da vorne sein. Ich würde sogar dazu tendieren, irgendwie sowas in der Richtung zu haben. Ja, wir übernehmen das mal. Sehr schön. Dann haben wir hier noch die Haare. Klassisches Haar. Und das haben wir hier. Das sieht natürlich rasiert. Sieht immer relativ grummelig aus. Klassisches Haar hellbraun. Ja, auch das hat was. Aber ich würde, glaube ich, tatsächlich hier zum Kahlkopf tendieren. Also das ist doch ein Wikinger wie aus dem Buch. Wie aus dem Lehrbuch eigentlich fast schon. So, wieder zurück. Und dann haben wir es, glaube ich. Können wir das übernehmen oder wird das jetzt automatisch übernommen? Ich hoffe mal, das wird automatisch übernommen. Aha. Ja, so ist besser, so ist besser. Wo ist denn beim B? Da. Gibt es sonst noch etwas? Oh, jetzt sieht aber wirklich anders aus. Boah, ja, cool. Zeig mir, was du stechen kannst. Das wäre auch mal eine Idee. Wie du willst. Nee, das hatten wir schon. Ich dachte, da kommt noch was Spezielles. Okay, dann können wir da raus. Gut. Sonst noch etwas? Nein. Ich gehe da mal. Bis später, Sven. Gut. Jawohl. Cool. Sprich mit Randvi. Das haben wir immer noch nicht gemacht. Wir sind immer noch auf dem Weg. Im Prinzip das Lager zu erkunden. Aha. Okay, hier geht's runter. Da wäre sowas wie eine Brücke cool. Oder was können wir hier klettern? Da müsste man doch irgendwie rüberlaufen können. Kann er das? Tatsächlich. Eben. Hätte mich doch gewundert, wenn er das nicht gekonnt hätte. Da ist noch jemand. Hey. Kannst du mir ein paar gute Jagdgründe nennen? Das könnte ich. Aber ich will nicht, dass jeder dort rumtrampelt und das Wild verscheucht. Bring mir 3 Hirschgeweihe, um dein Können zu beweisen. Und vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine schöne Herausforderung. Wir sehen uns bald wieder. Okay, dafür müssen wir jagen gehen. Eine milde Jagd. Kann ich hier drin was machen? Kamera drehen kann ich primär. Beklauen möchte ich die gute Frau eigentlich nicht. Aber ich dachte, wir gucken mal, was es hier alles gibt. Und schauen mal eins weiter. Halt, da könnt ihr noch irgendwas könnt ihr noch mitnehmen. Ach, hier nochmal diese Sträucher. Das war der falsche Knopf. Das Y. Ich sehe es halt nicht, weil ich habe tatsächlich das Gamepad unter dem Schreibtisch, damit das Kling-Klang-Klong der Steuerung nicht auf der Aufnahme ist. Das heißt, ich sehe die Knöpfe nicht und ich bin kein Controller-Spieler. Sag man dem. Kein Kontrollspieler, ich bin eigentlich wirklich mit Maus und Tastatur normalerweise unterwegs. Das heißt, ich muss mich hier ein bisschen eingewöhnen. Ich habe Proviant, okay, ist voll. Aber ich denke mal 1-2 Folgen und dann sollte das eigentlich auch in Fleisch und Blut übergehen. Zumal ich ja früher wirklich auch mit dem Controller viel gespielt habe bei der SNES. Hier geht es irgendwie raus. Das kann es irgendwie nicht sein. Da müssen wir tatsächlich raus. Ich glaube nicht. Mal hier nochmal drehen. Also ich suche jetzt auch nicht wie ein Wilder nach diesem Randvi, sondern ich suche tatsächlich ja, nach Leuten, die mit uns reden wollen, damit wir das hier noch ein bisschen vertiefen können. Hier die Beziehung zu den Leuten. Cool, richtig schönes Wikinger-Ding. Wow. Gefällt mir, gefällt mir. Hier haben wir noch was wir machen können. Lesen.
Holmgeiers Alsaga ist die Welt erst durch Feuer gestorben. Hat der Wolf erst den Mond gefressen? Wird die Tochter der Sonne den Platz ihrer Mutter einnehmen? Ja, das sind Fragen, die mich auch täglich beschäftigen. So, jetzt vielleicht, da haben wir noch das Pferd. Jetzt würde ich aber doch, wenn ich ihn finde, würde ich jetzt gerne zu Randvi. Damit wir da mal, zack, ein bisschen weiter kommen. Ich muss mal den Radar im Auge behalten. Da unten sehe ich wieder eine Markierung. 110 Meter. Der ist doch sicherlich irgendwie im Haus drin. Waren wir da nicht vorher schon? Fragen über Fragen. So, einmal durch den Fluss durch. Ja, immer hoch hier. Er möchte nicht. Doch, mit der Taste, okay. Nicht ducken. Steh wieder auf. Jetzt. Gut. Jetzt duckt er sich wieder. Komm mal, welches war die Steh-auf-Taste? Die hier. Aha. Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen. Ich könnte zuerst mit Valka sprechen. Mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weggehen. Okay, ich schließe Zuspruch einer Seherin ab. Die Seherin lebt in den Bergen nördlich von Vornberg. Der Clan freut sich. Ja gut, ich würde sagen, machen wir das. Dafür müsste ich jetzt in den Inventar reinkommen. Aha, Glück gehabt. Beziehungsweise natürlich nicht in den Inventar, sondern wir bräuchten hier die Quests. Jawohl. Zuspruch einer Seherin. Das würde ich gerne aktivieren. Okay, das müsste eigentlich soweit geklappt haben. Zurück komme ich hier mit dem. Und dann sehen wir dort oben einen neuen Wegpunkt. Ja, ich würde sagen, das machen wir wahrscheinlich am ehesten da mit dem Pferdchen. Das sind 500 Meter. Das könnte man auch zu Fuß, aber wenn wir schon Zossen haben... Hallo, Ava. Hallöchen. Bei der Tastatur war es das X, das Pferd rufen. Das weiß ich noch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo hier auf dem Dingsbums das Pferd rufen ist. Brauchen wir aber nicht. Wir können hier eigentlich... Ich nehme mal an, dieses hier nehmen. Jawohl. Aufsitzen. Und dann galoppieren wir hier mal in die Richtung. In Richtung Seherin. Bin ich gespannt, was die alles zu erzählen weiß. Seherinnen und all dieser Zauber. Ich sagte ihm jetzt aber mal so. Das war relativ wichtig zur Wikingerzeit. Da war der Glaube an Übersinnliches tatsächlich noch relativ weit verbreitet. Vielleicht auch einfach, weil man es nicht besser wusste. Aber ich denke auch, ja, dass das durchaus auch geholfen hat, wenn man ein bisschen an Hokus Pokus geglaubt hat. Ich sag's jetzt einfach mal so. Ja, es ist definitiv, es sieht besser aus als die letzten Male. Ort entdeckt. Saleng Ausblick. Ja, das könnte man auch zu Fuß machen. Oder das ist einfach so eine Art Grenzposten hier. Soll ich mal... Ne, ich gehe mal weiter. Wir wollen ja eigentlich zur Seherin. Oder bin ich jetzt gerade an der vorbeigeritten? Fragen über Fragen. Kämpfen wird dann je nachdem noch lustig, weil eben da muss ich dann erst wieder rausfinden. Entschuldigung, das war nicht mein Ansinnen. So macht man sich auch beliebt. Aber schön hier, definitiv. Jetzt, wo die Grafik auch ein bisschen nach was aussieht, muss ich sagen, gefällt es mir doch gleich viel, viel besser. Dieses Verwaschen, das war ja wirklich grauselig. Nicht hier runterfallen. Ort entdeckt. Valkas Hütte. Steig mal runter vom Pferd. Okay, das rennt glaube ich nicht davon. Dann wollen wir doch mal gucken. Anschleichen muss ich mich hier nicht. Sie müsste uns kennen. Versuche, die Lieder der Natur zu hören. Hamuram. Hamuram. Swala. Sie lobpreist und sie ist willkommen. Euch zu Gehör lausche ich, o Älteste, große Odin, mächtige Freya. Ich erbiete euch Dank für eure Gabe des Seder. Sie dankt und sie ist gesegnet. Eivor, lang ist es her. Was führt dich den weiten Weg hierher zu mir? Ich suche deinen Rat.
In einer persönlichen Sache. Komm. Geht es deiner Mutter gut? Ihr Verstand ist wirr. Sie spricht mit Geistern. Ich fürchte, ihr letzter Winter ist angebrochen. Doch hat sie mich. Sprechen wir nun über dich. Ich hatte ein Gesicht, eine mächtige Erscheinung. Es mag mein Kampfrausch gewesen sein oder ein Wahn wegen der Kälte, aber... Beschreibe sie mir. Nach 17 Jahren sah ich die Axt meines Vaters wieder. Und als ich sie berührte, überkamen mich die Bilder. Da war ein Wolf, heulend und wild. Und dann eine Gestalt, mit grauem Bart und Mantel. Er hatte nur ein Auge und bedeutete mir, ihm zu folgen. Ah, der Erhabene. Er ruft dich. Vielleicht möchte er mit dir sprechen, eine Botschaft überbringen. Nur durch Seder wirst du klarer sehen und das Knäuel entwirren, das die Fäden deines Geistes sind. Es wird nicht lange dauern. Was brauchst du da? Sag es sonst niemandem. Hast du das schon mal getan? Ja, das wäre noch interessant. Hast du diese Art Seder schon mal gemacht? Sei unbesorgt. Es war nicht mein Seder, der sie so machte. Vielmehr brachte mich ihr Zustand auf dieses Rezept. Hat es geholfen? Eine Weile. Es machte sie für seltsame und kaum zu deutende Offenbarungen zugänglich. Dann wurde sie wieder wie jetzt. Trink. Wenn du wahrhaftig verstehen willst. Okay. Da hat's uns umgehauen. Ja, und da stehen wir, da sehe ich das richtig. Jawohl, kann ich mich bewegen? Ich habe nichts gesehen, Valkan. Nichts gefühlt. Wo ist sie denn? Weg ist sie. Naja gut, dann nehmen wir das zum Anlass und machen hier ein Päuschen. Weiter geht's morgen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich freue mich darauf, jetzt hier mit dem Gamepad. Ja, macht irgendwie mehr Sinn, muss ich zugeben. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.